Ihr Hallelöle, meine kleinen Schwergewichte, und willkommen zu einer weiteren Folge bei Heavy Cargo. Und heute haben wir was ganz Besonderes mit euch vor. Aber bevor wir loslegen, steigen wir erstmal ein. Ah, so, Hallöle, was geht ab? Heute machen wir es mal ein bisschen interaktiver, denn die Jungs und Mädels von Talk 2 haben mir dieses Goodie hier mitgegeben. Und ich dachte mir, gut, das kam ein bisschen später an als die eigentlichen Spiele. Und ich habe die Spiele schon vorgestellt, aber einfach aus Nötigkeit, einfach weil sie mir das zugeschickt haben, muss ich das doch irgendwie in meinen Videos mit einbauen. So, deswegen dachte ich mir, komm, Köppi, Warnweste, alles perfekt. Die Brille, ehrlich gesagt, ist meine eigene. Ja, ich weiß, was ihr euch denken könnt. Das hat meine Freundin auch gedacht und sie hat mich trotzdem gelassen. Ich bin wirklich so mitunter in den Urlaub gegangen. Wie dem auch sei, ich habe heute was Lustiges mit euch vor. Nicht nur, dass wir eine Mission spielen, wir werden eine Mission spielen und das Ganze ein bisschen bewerten. Natürlich werden die Missionen ja auch bewertet, aber ihr wisst ja, ich habe bis jetzt noch nie 3 Sterne geschafft. Ich war entweder immer zu schnell gewesen oder bin über rote Ampeln gefahren. Wenn ihr Bock habt, Talk 2 und Falk, die haben mir angeboten, an euch Goodies zu verlosen. Ich würde es einfach so machen, wer einfach Bock hat, kann bei dem Spiel jetzt folgendermaßen mitmachen. Ihr schreibt immer dann in die Kommentare, genau Minute und Sekunde, wann ich was falsch gemacht habe. Also besonders halt Geschwindigkeit, Überschreitung, wo es uns dann angezeigt wird, hier, du bist zu schnell, oder oben die Anzeige, ich bin über Rot gefahren. Das schreibt ihr mir einfach mal in die Kommentare, am besten dann, wie gesagt, Minute, Uhrzeit, wann ich was wie gemacht habe, und mit euren, sagen wir mal, Instagram-Namen, und dann schreibt ihr mir, wenn ihr bei der Verlosung teilnehmen wollt, gerne bei Instagram euren Kommentar, beziehungsweise macht vielleicht einen Screenshot von eurem Kommentar, dann seid ihr der engeren Verlosung. Ansonsten habt da einfach nur Spaß dabei, wir machen ein kleines Gewinnspiel, beziehungsweise so ein kleines Spiel daraus, und ja, wenn ihr in der Verlosung teilnehmen wollt, dann können wir einfach mal so machen, dann machen wir das über 1-2 weitere Folgen, und dann können wir gerne eine kleine Verlosung machen mit kleineren Goodies. Und wenn halt genug Leute mitmachen, können wir es auch so machen, dass ich gerne von meinem Portemonnaie aus ein Spiel hier an euch verlose. Das heißt, Heavy Cargo entweder für euch auf PlayStation 5, Xbox Series S, Xbox Series X oder aber auch PC einmalig. Weil Talk 2 hatte mir angeboten, ich kann für meine Community auch gerne Verlosung machen. Ich bin aber ganz ehrlich, ich bin nicht gerade der Allercoolste in Sachen Community. Ich gucke kaum in meine Kommentare. Ich freue mich, wenn Leute halt mal was reinschreiben oder mir zuschauen. Das reicht mir schon vollkommen aus. Von daher, wer also Bock von euch hat und irgendwie vielleicht, keine Ahnung, diese Mütze haben möchte oder eine Warnweste, oder da gibt es noch, glaube ich, bestimmt einen Schlüsselanhänger oder sowas, der kann gerne mir nach dem Kommentar, das er hier geschrieben hat, gerne bei Instagram schreiben, was er mir geschrieben hat, beziehungsweise am besten einen Screenshot vom Kommentar schicken, und dann seid ihr in der engeren Auswahl. Ihr müsst mir hier nicht auf YouTube folgen, ihr müsst mir nicht auf Instagram folgen, ihr müsst niemand anderen folgen. Einfach nur, was sie in diesem Video rein kommentieren, wann ich welchen Fehler gemacht habe, Minute, Sekunde, was genau da passiert ist, und mir einfach dann bei Instagram zuschicken. Und die ersten, die quasi diesen Fehler gemerkt bzw. gesehen haben, die sind der engeren Verlosung. Also wir machen es jetzt nicht, dass jetzt, sagen wir mal, der Kevin hat zum Beispiel den Fehler als erstes gemerkt, wo ich das erste Mal über Rot gefahren bin. Und dann kommt vielleicht der David und schreibt das Gleiche, war aber als zweites dran. Dann kommt Kevin in die engere Auswahl. Also von daher, seid vielleicht, wenn schnell, wenn nicht, schreibt einfach irgendwas in die Kommentare. Und wenn auch nicht, habt einfach eine wunderschöne Zeit. Und ich würde sagen, wir legen los. Handbremse ist gelöst. Was hatte ich eigentlich vor? Achso, stimmt, siehst du, genau. Wir müssen ja auch eine Mission auswählen, denn ich habe mit euch vor, Sonderanfertigungen mir anzuschauen. Da sind wir nämlich schon. Müsste, glaube ich, hier irgendwo sein. Da, da vorne. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist eine der letzten Missionen, die wir noch nicht gemacht haben. 30 an der Zahl sind es ja. Wir haben gemeinsam schon auf dem PC 4 bis 5 Missionen gemacht. Hier 2 bis 3 weitere. Und, ja. Spezialanfertigung für einen Kunden aus Übersee. Liefere okay. Die Rohre von der Werkshalle in Stethain zum Hafen in der Nähe von Lüttjussen. Entscheide selbst, ob du die östliche Route über die Landstraße oder die etwas längere, aber bequemere westliche Route über den Autobahnzubringer nimmst. Kim, dafür bist du doch da. Okay, also wir können selber entscheiden, wie wir fahren wollen. Wo ist er denn? Ach, da ist er. Sehr schön. Okay, wir sind heute wieder mal allein unterwegs. Wir können... Wo muss ich denn hin? Okay, wir gucken einfach. Steigen jetzt einfach mal hier ein. Und dann schauen wir mal. Okay, Navi ist angegeben. Ah, okay. Da lang.
Ah, die hat bestimmt gemeint, nee, ich würde sagen, was meint ihr denn? Guck mal, aktuell sind es hier 6,3 Kilometer nur. Ich denke mal, die ist fast kürzer, wa? Weil wir links oder rechts fahren. Boah, also 6,3 Kilometer, das geht ja immer noch. Wir fahren einfach mal jetzt hier rechts. Da, Bremse gelöst. Dann sieht das erste Mal auch ich mit dem Lenkrad. Das ist auch sehr schön. Nebenbei lenke ich oder beziehungsweise blicke ich immer mit meinem Controller nach links und rechts, wenn ich irgendwas hier erblicken möchte. So. Was ich mir auch mal vorgenommen habe, ich werde mal gucken. Es gibt ein Programm, das kostet aber ein bisschen Geld, aber irgendwie habe ich Bock darauf, weil ich eine VR-Brille habe. Ich will das Ganze mal unter VR-Brille testen. Ich glaube, das wäre eine richtig geile Sache. So, sehr schön. Gut, dann machen wir uns mal auf den Weg. 50 km/h darf ich nur fahren. Ich muss mir echt einreden, auf die Geschwindigkeit zu achten. Das ist das Gemeine an der Verlosung übrigens auch. Ich werde natürlich jetzt nicht dafür sorgen, dass ihr jetzt daran teilnehmen könnt. Ich werde versuchen, mal endlich mal hier 3 Sterne zu erhaschen und dementsprechend versuchen, so ordentlich wie es geht, zu fahren. Das heißt, 50 km/h nicht schneller. Und wie gesagt, denkt daran, wenn oben dieser Warnhinweis ist, Geschwindigkeit überschritten. Dann in die Kommentare schreiben, Minute, Sekunde. Ich gebe euch einen Tipp, denn wenn ich einen Fehler mache, dann sage ich euch sofort reinschreiben. Oder wenn hier natürlich rot wird, schnell rüber. Dann sage ich auch schnell reinschreiben. So nett bin ich zu euch. Also beim ersten Mal. Ich hoffe, wenn bleibst du beim ersten Mal. So. Ach, ist das herrlich. Schön. Also für mich persönlich, ich sag's immer wieder, ist halt so schön, weil ich einfach mir jetzt von mir aus selber Gedanken machen kann, ach, ich habe Bock, ein Video für euch zu machen. Das dauert aber jetzt auch nicht so lange, ich kann ganz gemütlich fahren und dementsprechend dachte ich mir, komm, machen wir es mal so. Ich hatte erst überlegt, das Ganze über Greenscreen zu machen, das hat sich aber jetzt heute den Tag so sehr gezogen, weil ich noch andere Videos gemacht hatte, dass es schon wieder dunkel geworden ist und ich hätte eigentlich vorgehabt, vielleicht irgendwann halt mich dann wieder hier in diesen Cockpit reinzuschneiden, weil wir können das Sichtfeld hier ändern. Aber wie gesagt, jetzt gerade, wo es so Richtung Herbst geht, es wird doch bei Zeiten dunkel. Das liegt nicht daran, dass ich jetzt gerade sowas wie eine Sonnenbrille aufhabe, sondern es wird wirklich langsam dunkel. Deshalb müssen wir halt mal so ein bisschen gucken, wie wir das am besten so handhaben. So, Parkbremse mache ich immer ganz gerne rein, wenn es rot ist. Können wir uns mal kurz hier umschauen. Na du, schöner BMW hast du. Oh, weiter geht's. Ich habe ja selber keinen Führerschein und ich hätte auch gar keinen blassen Schimmer, was für ein Fahrzeug ich gerne haben möchte. Also für mich soll es fahren. Ich weiß zum Beispiel, dass manche unter euch das wirklich haben wollen, immer das Neueste zu haben. Oder geht es halt manchmal auch wirklich um die großen Marken. Aber zum Beispiel bei mir ist jetzt nicht irgendwie, ob Audi, BMW oder Mercedes überhaupt nicht. Es ist mir vollkommen, wär mir vollkommen egal irgendwie. Keine Ahnung. Manchmal erhasche ich mich immer so ein bisschen, wenn mir langweilig ist in der Bahn oder im Bus, dann fahre ich immer so vorbei und denke mir so, wenn du jetzt quasi bei einem Gewinnspiel teilnehmen würdest und du dürftest hier nächst, sagen wir mal, 5 bis 10 Fahrzeuge, die parkend dort stehen, heraussuchen, also das Fahrzeug, das du am liebsten haben möchtest, heraussuchen aus den 5 bis 10 Fahrzeugen, was wäre es dann? Dann überlege ich ja schon, was mir persönlich gefallen würde, aber also, ich sag, Geschwindigkeit brauche ich nicht, wozu auch? Dafür gehe ich in meiner Freizeit mit meinem neuen Hobby gerne eher Go-Kart fahren, da kannst du richtig Sau rauslassen, 60 ist erlaubt, Schwein gehabt. Also ein schnelles Fahrzeug brauche ich halt auch unbedingt nicht. So, denk daran, immer wenn oben links irgendein Warnhinweis kommt, meistens ist es dann immer zu schnell oder aber auch Ampel auf Rot. Haha, das war knapp gewesen. Das war sehr knapp gewesen, weil es ja auch so ein bisschen bergunter geht. Muss ich selber jetzt so ein bisschen hüten davor. Ich glaube, wenn ich hier wirklich Auto wahrscheinlich manuell schalten würde, könnte ich das mit der Geschwindigkeit ein bisschen besser abpassen, weil hier geht es richtig runter. Achte mal auf die Geschwindigkeit, wie hoch das geht. Oh, 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 das war knapp. Vorsichtig. Oh, oh. Ich muss selber aufpassen. Oh, Schwein gehabt. Alter, das ist so brutal schwer. Kurz leuchtet rot auf, aber erst, glaube ich, ab der 2. oder 3. Sekunde kommt dann diese Fehlermeldung. Also Toleranz ist, glaube ich, hier 2 bis 3 km/h ist nicht so schlimm. Gut, perfekt. Puh, sehr schön. Ja, wie gesagt, wer von euch Bock hat, das ist auch jetzt überhaupt kein Werbevideo für Tox 2 oder sowas. Wie gesagt, die waren so lieb gewesen. Ich bin ja offen und ehrlich.
Die haben ja die zwei Spiele geschenkt. Und mal ganz kurz am Rande, weil welche oder einer geschrieben hat, ich kriege immer Spiele geschenkt. Das war mein viertes Spiel, was ich bekommen habe. Ich habe bisher von VueApp City Driver bekommen, vom VueApp City Transport Simulator Tram. Das liegt aber daran, dass ich bei Dovetail Games auch in diesem Embargo-Programm mit drin bin. Dazu habe ich in gleichen Atemzug TSW 4 und TSW 5 bekommen. Also ist quasi ja schon fast ein Spiel. Und jetzt das neueste Spiel ist hier Heavy Cargo. Also besonders, weil es auch noch von Tox 2 ist. Die waren so lieb gewesen, haben mir das gegeben. Und die haben mir das Spiel gegeben, PC und Xbox auch noch, für das ich immer noch richtig doll dankbar bin. Und hat mich vorher schon angeschrieben, sie hat ein Paket für mich vorbereitet. Und das ist aber erst ein bisschen später angekommen, weil er hat mal wieder meine Adresse hier nicht gefunden. Und ich hatte selber jetzt die Woche Spätschicht gehabt. Und es war leider auch erst die Woche gewesen. In der letzten Woche hatte ich ja die Videos vorbereitet. Wie dem auch sei, hatten sich ja gehofft, dass ich das vielleicht irgendwie auch im Video mit einbauen kann. Jetzt war es natürlich schon so doof gewesen. Ich habe schon alle, ja, Review-Test-Videos, die ersten Folgen-Videos habe ich ja alle schon mit reingenommen. Dann habe ich das aber jetzt gestern auf dem Freitag aufgemacht und dachte mir so, ey, ganz ehrlich, trotzdem muss ich ja ein Video machen. Also, schmeiße ich die Kamera an, dann seht ihr mich mal beim Fahren. Und dachte mir so, ganz ehrlich, wenn sie mir schon anbieten mit einer Verlosung, vielleicht machen sie es ja immer noch, dann können wir es ja wirklich gerne so machen. Wer halt, wie gesagt, Bock hat, bei diesem Verlosungsgewinnspiel oder generell bei diesem kleinen Spiel mitzumachen, immer schön drauf achten, ob ich jetzt hier einen Fehler einbaue. Wenn ich hier keinen einbaue, dann geht die Verlosung in die nächste Folge. Außer natürlich generell bei euch ist das Interesse gar nicht da. Aber ich würde es trotzdem mal ansprechen. Kann ja sein, dass manche mich auf Instagram anschreiben, auch wenn es nur ein oder zwei sind, dann kriegen die vielleicht ein kleines Goodie. Ist doch schön. Und wenn viele Leute mitmachen, dann können wir ein kleines Highlight daraus machen. Dann können wir auch gerne ein Spiel verlosen. Egal, auf welcher Plattform ihr denn unterwegs seid. Das ist denn egal. Auch wenn jetzt auf dem PC es günstiger ist als auf der Konsole, das ist egal. Das zahle ich aus meiner eigenen Tasche. Da habe ich irgendwie Bock darauf. Einfach mal so ein bisschen als Dankeschön an Tox 2. Wie gesagt, die waren so lieb gewesen, haben mir die Spiele geschenkt, aber auch hier dieses kleine Goodie und die Möglichkeit mir gegeben oder eingeräumt, eine Verlosung zu machen. Und generell an euch, weil ihr meine Videos gesehen habt. Vielen lieben Dank. Für meinen Kanal ist das schon eine große Reichweite, muss ich echt sagen. Auch wenn bei mir das da hier fünfstellig in der Abonnentenzahl steht. Das ist aber alles durch Corona und TikTok alles gekommen. Leute kommen natürlich, Leute gehen selbstverständlich, andere Leute kommen und dadurch hast du irgendwann tote Abonnenten. Das ist halt einfach ganz normal so. Und weil man selber manchmal gar nicht so durchblickt, wo man bei YouTube die abonnieren muss oder kann, sind die Leute drin geblieben. Ist halt einfach so, wie es ist. Aber für meine Verhältnisse sind so mal ein paar hundert Klicks, gar über 1000, 2000 Klicks schon mittlerweile richtig gut und ich freue mich darüber, gerade weil es für mich ein mega schönes Hobby ist. Das ist für mich immer das Allerwichtigste. Es muss ein Hobby bleiben. Ich habe letztens bei der Tankstelle bei mir gegenüber mit Mitarbeiter gesprochen. Und heißt der Emram eigentlich? Emran, ich muss ihn nochmal fragen, wir haben gar nicht groß darüber gesprochen. Ich habe halt nur gesagt, dass ich halt auch halt in meiner Freizeit gerne Videos mache, YouTube-Videos. Und er hat auch gesagt, er kennt halt auch so ein paar Content-Creator von damals halt, die auch mittlerweile sehr groß sind. Und da haben wir uns immer so ein bisschen unterhalten, die halt auch sehr viel livestreamen und die machen sich dann auch mal kaputt. Dieses, eigentlich geht's sie nicht gut, aber sie müssen oder wollen irgendwie livestreamen und dann müssen sie ein bisschen schauspielern. Die gehen darin richtig zugrunde. Und ich habe auch gesagt, für mich ist es zum Beispiel so, einfach irgendwann nur ein Hobby geworden. Nach 4, 5 Jahren ist es für mich einfach nur ein Hobby, weil ich wusste, oder also ich gehe immer noch, ich habe immer noch diesen Ehrgeiz zu glauben und zu wissen, ich könnte irgendwann davon leben. Das ist bei mir immer noch drin. Das kann mir keiner madig machen, da können sonst welche Leute schreiben, sie hassen mich oder mögen mich nicht, mögen meinen Content nicht. Das ist schön und gut, nicht jeder kann mich mögen, aber das ist bei mir immer noch drin. Aber ich kann mir mittlerweile auch sagen, ganz ehrlich, für mich ist ein riesen Hobby, weil es mich halt vor 4 Jahren aus dem Loch rausgebracht hat, wo ich manchmal nicht wusste, was soll ich mit mir anfangen. Ah, ich wollte gerade sagen, Stellreisepunkt entdeckt. Was soll ich mit mir anfangen? Und dann hat das mir irgendwie so den Tag gerettet. Ich habe halt auf einmal Ehrgeiz empfunden. Ich habe auf einmal eine Lust verspürt. Gerade auch, weil ich sowieso kreativ mit Videos auch gerne arbeite, war es echt schön gewesen. Und ja, eins führte zum anderen. Ich habe eine Freundin kennengelernt vor 2, 3 Jahren und alles ist wunderbar. Tutti frutti, schicki schicki. Ich kann mein Hobby leben. Sie lässt mich mein Hobby auch voll und ganz leben. Also wirklich in Zügen, wo ich wirklich dankbar sein muss dafür. Und dementsprechend ist das quasi sowas wie ein kleines Dankeschön. Also deshalb bin ich auch einfach so ehrlich und so, weil hier geht es gar nicht darum, irgendwie großartig Geld zu machen. Das verdiene ich hier sowieso nicht. Ach, da vorne müssen wir hin. Ja, Freunde, ich würde mal sagen, es tut mir echt leid, wa? Ich habe irgendwie es geschafft, gut hier durchzukommen. Keine Ahnung warum.
Also wer Bock hat, wir werden es ja so ein bisschen sehen. Ach guck mal, ja, wir können auch mal eine Runde fahren. Wir können gerne noch mal ein, zwei weitere Folgen machen. Wie gesagt, ich fand es auch für den lustige Idee mit den Verlosungen. Was ich euch jetzt anbieten kann, ich habe es mir nämlich schon überlegt, wenn ich schon dieses wunderbare Dress anhabe, dann werde ich mal eine kleine Reaction mit euch machen. Wir werden uns mal angucken, wie sieht's eigentlich wirklich beim Schwerlasttransport aus? Wie sieht's wirklich beim Schwerlasttransport an? Wie sieht eigentlich wirklich so ein Schwerlasttransport aus? Da will ich mir ganz gerne mal vielleicht ein schönes, feines Video mit euch gemeinsam raussuchen. Link ist in der Videobeschreibung. So, aussteigen aus dem Fahrzeug und dann gucken wir mal, wie die Mission abgeschnitten worden ist. Und sagt ihr, müsste 3 Sterne geben? Ja, perfekt. Nee, 2 Sterne? Fahrstil 73%? Hä? Das ist aber scheiße. Das ist aber wirklich kacke. Das ist nicht geil gemacht. Also ich verstehe, wenn man sagt, okay, guck mal, Zeit, ja, war jetzt nicht so dolle gewesen, 20 Minuten hast du Zeit, bist aber 22 gefahren, gibt schon mal ein bisschen Minuspunkt. Sachschaden, du hast jetzt von insgesamt 5 Maximalen, die du nun kaputt machen darfst, 3-mal, gibt's auch einen Minuspunkt. Und es summiert sich dann irgendwann. Warum habe ich jetzt 2 Sterne bekommen, alles 100%, tut der Fahrstil wohl auf 73%. Was ist der Fahrstil? Nicht geil. Aber egal, Freunde, wir sehen und hören uns bei der nächsten Folge. Wie gesagt, ich guck mal so ein bisschen, ob es euch irgendwie tangiert, diese Art von Verlosung oder generell dieses Spiel mit ihr schreibt meinen Fehler auf, ob ich zu schnell oder zu langsam war, also mit der Fehlermeldung. Und dann können wir es gerne in den nächsten 2 Folgen machen. Und wenn ihr jetzt Bock habt, wir gucken uns mal ein Reaction-Video vom wirklichen Schwerlasttransport an. Also, haut drin!